Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles Age of Heroes. Heute machen wir weiter mit der Questreihe von Freya und gucken, was uns da so erwartet und was uns sonst noch so erwartet. Das lassen wir auf uns zukommen. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Gut, wir sind wieder zurück in unserer Butze und jetzt muss ich erstmal meine ganzen Steine loswerden. Ich habe mir im Off auch schon ein paar Truhen gebaut, wo ich eben auch die ganzen Sachen hier schon mal rein verfrachtet habe, so ein bisschen geordnet. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, denn dann haben wir auf jeden Fall auch Platz. Lasst mich mal hier durch, bitte, ihr zwei. Ihr zwei Kuschelmonster. Und Freya ist auch da. Und Leute, wisst ihr was? Ich hatte mir doch aus dem Käfig den Schmied 3 geholt. Und der ist ja auch dann mit uns nach Hause gekommen. Allerdings war er dann plötzlich weg. Er war einfach lost. Ich habe dann auch in meine Begleiterliste geguckt, ob er da noch drin steht. Aber nein, er steht nicht drin. Dann habe ich natürlich geguckt, ob irgendwer ihn aus Versehen gekillt hat. War auch nicht der Fall. Das heißt, der ist einfach verschwundibus und keiner weiß wohin. Naja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir reden jetzt mal mit Freya, aber du kannst dich dafür mal ein bisschen wegbewegen. Bei den Göttern, dafür bin ich heute nicht bereit. Ich kann kaum meinen Arm heben. Du siehst schrecklich aus. Hast du überhaupt geschlafen? Ich konnte nicht. Meine Träume waren von bösen Mächten erfüllt, die auf mich lauerten, wie eine schwarze Spinne in einem Blumengarten. Schrecken und Wahnsinn. Hast du irgendwas erkannt? Oh ja, ich habe Angvar gesehen, an einen Stein gebunden. Er wurde von falkengesichtigen Kriegern gefoltert. Sie schnitten und schnitten und er wand und wand sich und dann nicht mehr. Kein Wunder, dass du nicht geschlafen hast. Sie fühlen sich nicht an wie normale Träume. Wie gesagt, ich habe bei jedem Schwerthieb... Oh, jetzt war ich zu langsam. Wenn das Schwert schmerzt, leg es weg. Es gibt andere Arten zu kämpfen. Nimm stattdessen den Speer und dann lass uns jagen. Du hast recht, ich schulde es Angvar. Er war mein Schild. Mein Vater hat mich den Weg des Speers gelehrt. Wenn ich kein Schwert schwingen kann, bei den Göttern, dann stoße ich eben zu. Wohin willst du gehen? Mein Vater hat mich den Speer gelehrt und mir gezeigt, wie man große Tiere jagt. Das wäre vielleicht ein Anfang. Ich bin bereit. Danke. Hättest du mich nicht gefunden, wäre ich vermutlich noch immer in der Hütte gefangen. Im Zwielicht meiner eigenen Gedanken. Okay, dann müssen wir sie jetzt vermutlich wieder bei sich zu Hause aufsuchen. Aber zuvor will ich mal ganz kurz gucken. Und ich kann mir schon Aloe-Extrakt-Tränke machen. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst nochmal ganz kurz ein bisschen Aloe farmen. Dafür nehmen wir natürlich Pferdchen mit. Und dann machen wir uns Tränke, weil sonst wird es ja nichts. So, bitte einmal in diese Richtung. Und ein bisschen Aloe gefarmt. Hey, und hier war doch mal eine Base von einem anderen Spieler von uns. Die ist verschwundibus. Ich glaube, er ist umgezogen. Naja, wie dem auch sei. Wir sind gleich da. Hier haben wir schon die ersten Aloes. Lasst uns mal absteigen. So, da la. Dann let's go. Das ist sehr gut. Hier in Sepamero findet man wirklich viel auch davon. Das heißt, wir können dann ja gleich eine ganze Menge in Auftrag geben. Und düsen dann los zu Freya. Mich regt es tatsächlich auf mit dem Schmied. Weil der war eigentlich wirklich praktisch. Ja, was willst du denn jetzt überlegen? Dich können wir gleich mal abhäuten. Vielleicht finden wir dann heute auch mal ein besseres Oberteil. Ein besseres Rüstungsoberteil. Das wäre auch nicht schlecht. Ich könnte es mir zwar auch craften. I know. Aber wenn wir eh mit Freya unterwegs sind, dann ist es doch ganz chillig, gleich bei den Nordheimern da zu plündern. So, und du lass mich jetzt mal bitte in Ruhe. Ich möchte einfach nur... Oh, den müssen wir killen. Der gibt uns eine Menge Dämonenblut. Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen.
Oh, und er hat uns schon gesehen. Was für ein Scheiß. Lass das. Was willst du denn jetzt? Willst du deinen Daddy beschützen, ja? Ja, endlich. So. Dann kommt er dran. Scheiße. Ich glaube, ich hätte es nicht mit dem Abhäutmesser machen sollen. Ja gut, was soll's. Nehmen wir noch die restliche Aloe mit. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wunderbärchen. Gucken wir mal gleich, wo wir unseren Attributpunkt vergeben. So, Pferd, du kommst mit. Wir müssen nach Hause und Tränke aufsetzen. Hier könnt ihr übrigens, falls ihr den Baupart gestern nicht gesehen habt, die Entstehung meiner Burg sehen. Wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen. Zum Glück. Aber natürlich noch nicht komplett fertig. So, und dann bitte alles mal hier rein. Und bitte Aloe Vera Tränke herstellen. Den Rest können wir mal aufräumen. Aloe-Samen, die nehmen wir auf jeden Fall. Und den Rest können wir weghauen. Ach so, Moment. Ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Rinde für mein Pferdchen. Die Haut packen wir da rein. Und das Happer hier rein. Oh, ganz schön viel verdorben. Aber so viel isst man ja halt auch eigentlich nicht. Das nehmen wir mit. Dann geben wir dem Pferdi was zu essen. So. Oh, das hat ja auch noch hier Zeug von gestern. Gut, das räumen wir auch gleich auf. Zack, zack, zack. Und zack. Super, dann warten wir jetzt auf die Tränke. So, 10 Stück haben wir fertig. Haben wir es zufällig Nacht? Ja, okay, das ist natürlich wieder mal belastend. Dann warten wir jetzt hier, bis es Tag wird und dann reiten wir los zu Freya. So, wir sind auf jeden Fall schon bei Freya angekommen. Düsen wir gleich mal zu ihr. Brauchst du etwas? Gehen wir, es wird Zeit, auf die Jagd zu gehen. Und wir müssen finden Bären, Wildschwein, Elch und Wolf. Das sollte überhaupt kein Problem sein für uns. Aber bevor wir losdüsen, schauen wir natürlich noch, was in der Kiste ist. Wird auch mitgenommen. Einen geschenkten Gaul schaut man nämlich nicht ins Maul, wie es bekanntlich heißt. Und genau, der Bär ist da oben. Pferd, komm mal bitte her. Mit dir geht nämlich alles 1000-mal schneller. Dann holen wir uns jetzt zuerst die Bär, beziehungsweise hier ist ja einer. Gucken wir mal, ob der zählt. Wobei, es muss halt einer sein, der mindestens ein Ding hat. Einen Totenkopf. Aua. Let's take the claws. In Emirs name. Lass uns die Klauen nehmen. In Emirs Namen. Okay, dann hat das also doch gezählt. Normalerweise im Testlife war es so, dass, glaube ich, immer ein Totenkopf dran sein musste. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. In Ordnung. Dann brauchen wir noch einen Elch, Wölfe und Wildschweine. Die Wildschweine machen wir zuletzt, weil die sind natürlich ein bisschen weiter weg. Gehen wir auf die Suche. Hier unten sind ja irgendwo Wölfe. Pferdi, wo bist du? Schade, dass Freya kein Pferd hat. Aber sie kann so schnell laufen wie eins. Bemerkenswert. Also, wo sind sie, meine Wölfe? Hier sind Pferde. Wisst ihr was? Wir nehmen uns gleich auch noch ein Pferdchen mit. Halt, lass mich absteigen. Okay, sehr schön. Wo rennt's hier jetzt hin? Nirgends. Da vorne ist ein Wolf, Freya. Da kannst du hin. Das Stapfen von Pfoten. In der Nähe ist ein alter Wolf. Folge mir.
Ja, ich sehe ihn. Ich wollte da gerade hin. Danke für die Info. Dann greif ihn halt an. Los, let's go. Komm, wir helfen dir mal. Aua. Gut. Wunderbar. Die Wölfe sind also auch erledigt. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Ah ja, genau, der verliert auch ganz viel Zeug. Oh, Dämonenblut. 62. Sehr schön. Das kann weg. Also, dann brauchen wir noch den Elch. Und der steht normalerweise hier oben gleich. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, ob der zählt. Wir nehmen jetzt einfach den da hinten. Und dann müssen wir nur noch zu den Wildschweinen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir danach gleich noch was machen können. Irgendwann müssen wir auch nach Neu-Asgard. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wann in der Questreihe das kam. Da ist etwas. Direkt in Windrichtung von hier. Ja, hier nämlich. Aua, wer beißt mich denn jetzt in den Böbbes? Weißt du auch? Und sie steht einfach da. Ach, jetzt hat. Sehr nett. So, hier, Freya. Hier kannst du deinen Elch jagen. Der hinter mir her ist, na klar. Mein Gott. Wie sie lacht. Geil. Supi, dann haben wir den auch. Und gehen weiter zu den Wildsäuen. Die sind ja relativ weit da hinten. Springt rüber. Schnell weg von den Wölfen. Wartet mal. Sie hat gesagt, wir sind zu weit vom Ziel entfernt. Sie kann mir nicht länger folgen. Hä? Okay, ja dann... Wenn sie das sagt, dann reiten wir zurück. Wo waren denn noch Wildschweine? Waren hier noch Wildschweine? Ah. Ich wüsste jetzt echt nicht wo. Vielleicht da hinten. Lasst uns da mal schnell hinschauen. Weil eigentlich sind die Wildschweine ja immer ziemlich am Rand von der Wüste gewesen. Da ist wieder ein Wolf. Ja, wir werden schon welche finden. Da oben ist eins. Ich würde sagen, dann nehmen wir das. Let's go carefully. Ja, wir gehen carefully. Greif ihn an. Wo bleibst du? Dann fangen wir halt schon mal an. Wow, was für einen dicken Hintern er hat. Die gehen zum Glück relativ schnell kaputt. Und mein Getreuer ist aufgestiegen. Freya, sind wir hier fertig? Gestern um diese Zeit konnte ich kaum den Arm heben. Heute bin ich voller Vitalität. Frische Luft und ein wenig töten hilft normalerweise. Ich weiß nicht, hier ist irgendetwas gerade außer Reichweite. Ich fühle mich, als stünde mir etwas bevor, irgendeine Offenbarung. Überlasse Offenbarungen, Orakeln und Göttern. Freu dich, dass deine Stärke zurückkehrt. Nein, bitte pass auf, ich habe eine Idee. Wir brauchen ein Lagerfeuer, ich möchte etwas ausprobieren. Ein Lagerfeuer. Okay, Stein und Äste. Dann lass uns das mal besorgen. Hier ist ein Stein. Und hier holen wir uns Äste. Müsste, glaube ich, reichen. Lagerfeuer. Stell das mal bitte her. Ich glaube, im Testlife war das verbuggt.
Und ich bin eine Stufe aufgestiegen wieder. Cool. So, hier hast du ein Lagerfeuer. Kannst du jetzt da was machen? So. Ja. Ich werde versuchen, zu Ymir zu beten. Du kannst zusehen. Okay, dann gucken wir ihr mal zu. Oh Götter, von Eis und Schnee, beachtet meine Stärke. Durch meinen Arm wurden diese Kreaturen bei den Knochen und mit dem Recht des nördlichen Bluts flehe ich dich an. Antworte auf dieses Gebet. Wohin schwindet meine Stärke? Siehst du es? Eine Gestalt im Rauch. Eine Frau. Ich kenne sie. Es ist Hulda, die Hexe. Ich sehe sie mit meinem Schwert. Hast du fertig gebetet? Ich glaube schon. Das muss gewesen sein, als Angvar ihr die Klinge zum Segnen brachte. Aber das ist kein Segen. Sie verflucht die Klinge. Ihre Lippen formen magische Worte. Sie hat Angvar reingelegt, aber warum? Sie begehrt ihn. Sie ist ihm immer gefolgt, als sie beide Kinder waren. Natürlich. Angvar ist so ein Narr. Ich war eine Rivalin für sie. Also hat sie deine Klinge verflucht. Das erklärt, warum mein Tag mit dem Speer mich nicht ausgelockt hat. Und wie breche ich nun diesen Fluch? Eine Orgie. Nee, Blut funktioniert für gewöhnlich. Blut ja, aber von wem? Ach komm, ist es dein Ernst, du blöde Scheiße? Geh doch weg jetzt. Mein Gott, man kann sich hier nicht mal in Ruhe unterhalten. Ich sehe das Problem nicht. Verwende das Schwert nicht, wenn es verflucht ist. Nein, es geht nicht nur um das Schwert. Jedes Mal, wenn ich das Schwert benutzt habe, hat meine Wunde geschmerzt. Sie sind verbunden. Ich muss den Fluch brechen, um die Wunde zu heilen. Du brauchst einen Magier. Ich denke, ich brauche vor allem Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Zeit, um nachzudenken. Zeit, um einen Plan zu schmieden. Wenn ich früher nachdenken musste, habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Dann übernimmt der Körper und lässt mein Verstand Raum, um nachzudenken. Was du beschreibst, klingt wie das Rad der Schmerzen, auf dem ich den Verstand meiner Feinde breche. Das klingt, perfekt. Ein wenig Zeit auf dem Rad der Schmerzen. So kann ich wieder zu Kräften kommen und mir überlegen, wie ich diesen Fluch breche. Du bist verrückt, aber das ist deine Entscheidung. Ich werde dieses Rad der Schmerzen ausprobieren und meinen Kopf reinigen. Ich komme zu dir, sobald ich bereit bin. Und schon ist sie wieder weg. Ja, okay, dann müssen wir jetzt wieder 8 Stunden auf sie warten. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause und vielleicht schauen wir, dass wir uns ein mittleres Rad der Schmerzen irgendwo hinstellen, damit wir auch mal ein paar Gefolgsleute bekommen. Verdi, du kannst hier stehen bleiben. Was brauchen wir denn für das Rad der Schmerzen? Erstmal brauche ich meinen Bauhammer. Konstruktionshammer. Und dann Werkstätten, Gefährten, Rad der Schmerzen. Ich brauche geformtes Holz, Ziegel, Eisenverstärkung und Zwirn. Eisenverstärkung war das, was am teuersten war mit 200. Okay, da sind wir ja nah dran, würde ich sagen. Dann setzen wir hier mal 10, 20, 30 auf. Dann haben wir auf jeden Fall die. Dann Zwirn waren es, glaube ich, 50. Da haben wir genug davon. Dann geformtes Holz. Können wir auf jeden Fall auch in Auftrag geben. So, mach mal du 400 davon. Und was war jetzt das letzte? Ziegel. Ziegel habe ich, glaube ich, noch gar keine. 135, reicht das? Das reicht. Ja, cool. Dann können wir es doch so machen, dass wir auf jeden Fall schon mal vorgehen und uns schon mal ein kleines Plätzchen herrichten. Gut, dann bauen wir ein bisschen ab und dann sehen wir uns gleich beim Bauen. So, jetzt bin ich natürlich mal wieder überlastet. Gefällt mir nicht. Deswegen sollten wir anfangen zu bauen. Ja. Schauen wir mal, ob das klappt. Nee, warte mal, wir müssen mit dem anfangen. Und zwar eigentlich hier hinten ging das immer. Genau. Lauf halt schneller. Jetzt gucken wir mal, ob es so klappt. Wie ich mir das vorstelle. Dann bauen wir jetzt hier einen
Kreischen, wenn das Pferd sich mal wegbewegen würde. Dankeschön. Nee, das war falsch hierhin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das sollte ausreichen für das mittlere Sklavenrad. Ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Was ich aber gerne machen würde, bevor ich es aufstelle, mach das mal hier so hoch. Dann kletter ich mal hier drauf und dann schaue ich, ob das geht. Gefährten, Rad der Schmerzen. Ja, wunderbar. Chaka, chaka. Und dann können wir drumrum auch irgendwas Cooles machen. Machen wir doch den Eingang vielleicht mal dahin. Und einfach mal hier so ein bisschen Mauer drumrum. Und zu guter Letzt muss noch eine Tür rein. Und hier vielleicht eine Treppe. Aber das geht natürlich wieder nicht, wenn die Tür drinnen ist. Hä? Ach so, ich glaube, ich bin da schon zu nah im Nicht-Baugebiet. Nee, aber so passt. Da kann erstmal keiner rein. Gefällt mir gut. Und damit sind wir auch schon wieder fertig mit dem heutigen Part. Ich hoffe, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Solltet ihr auch immer noch nicht meinem PvP- oder PvE-Server beigetreten sein, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne nachholen. Joint hier einfach mal im Discord. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bis dann. Bye, bye.